Und willkommen zurück. Diesmal mit, wer hätte es gedacht? GTA Countdown. GTA Countdown. Der Jens ist wieder da, der unterstützt uns wieder ein bisschen. Ja, ich bin extra. Und wir spielen GTA. Nummer. Numero Countdown. 3, 2, 1, 5. 3. Aber so sah das damals aus. Es war noch eine schöne Zeit. Damals. Sogar drei Rockstar-Symbole. Aber widerlich, jetzt flimmert das. Ja, habt ihr Pech. Geladen, ich hab den Spielstand. Geil. Warum flimmert immer noch? Den Ding. Oh, so, wir sind immer noch in der Vogelperspektive, aber nein. Das Spiel hat schon Third Person. Aber man kann sich mit dem Stick gar nicht umgucken. Jedenfalls nicht vernünftig. So, kommen wir mal hier ins Taxi. Oh, der Radar, das waren so viele Zeiten damals noch. Und tschüss. Nee, nix hier. So. Damals, also jetzt macht's auch, in diesem Teil macht's auch schon richtig Spaß, Scheiße zu bauen. Also, das ist auch richtig realistisch mit der Physik und allem. Ja, vor allem. Bisschen 3D. Ja, genau, Jens, sag mal deine ersten Erfahrungen mit diesem Spiel. Mit diesem, was war das erste Mal, als du dieses Spiel anhast, deine Einstellung? Also, Haken hatte ich selber noch gar nicht. Du hast noch nicht gespielt? Ich hatte damals bei einem Freund. Das war ja auch das Spiel, das sehr, 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 sehr beliebt, der Remake hiervon war sehr, sehr beliebt auf der PSP, der Liberty City Stories. Das war ja dasselbe, bloß halt ein bisschen anders. So, hören wir mal ein bisschen Radio. Jedenfalls erste Erfahrung halt. Immer das, als das gezockt habe. Das war immer GTA 3. GTA 3, gell? Ja. So, das war das erste Mal, dass man jetzt auch wirklich das richtig 3D, diese Third Person und gute Grafik hatte. Also es war auch, es ist jetzt auch die nächste Generation nach 1 und 2, gleich PS2, Xbox und nicht mal PS1 und wo kam eigentlich 1 und 2 noch raus, außer PS1, PC? PC, sicher. PC. Na klar, und das kam auch für den PC, soweit ich weiß. Und jetzt ging es halt das erste Mal richtig in diesem geilen 3D rumzufahren und Scheiße zu bauen. Das Taxi. Oh, jetzt brenne ich. Oh, Scheiße, aussteigen. Ich probiere jetzt die Strecke Y. Bam. Oh, ich habe Geld bekommen. Wie bekomme ich Geld, wenn ich ein Auto kaputt mache? Weil du Leute. Hier wird nicht geflohen. Warte mal. Die kann ich nicht schlagen, Omi. Ich will dich mal. Ah, hier. Ach, alles wieder gut. Gerade eben noch panisch gewesen. Ja, oh ja. Habe ich gerade die Physik gelobt. Und überhaupt alles. Oder gab es ja so Straßenbahn oder so? Naja, was es damals noch nicht gab, war Schwimmen, Klettern. Man kann springen, aber das ist halt übelst. Oh, ich würde dir einen Stern, wenn ich ein Auto klaue. Ah, das ist wieder. So, mal ein bisschen provozieren hier. Oh, damals war GTA echt noch echt. Also, da war das echt noch eine Lebenseinstellung. Heute ist es immer noch eine, aber es fühlt sich, also 4, ich würde sagen, 5 wird wieder die alten Gefühle zurückbringen von damals. Bei 4 war es ja eher. Mhm. Ja, so viel zur Physik. Warte mal. Oh, diese schönen. Das war ja genau. Ein Auto brennt an, wenn es auf den Rücken fällt. Hier, Schnauze. Oh, ich habe 3 Sterne, ich muss weg. Hier, lass mich jetzt mal wieder einsteigen. Ob du mich einsteigen lässt? Jetzt lass mich einsteigen! Mann! War das gerade ein UFO? Ja, da war ein UFO. Ich muss jetzt fliehen. Puh! Na gut, jetzt Polizeijagd, kennt man ja aus GTA. Macht hier nochmal mehr Spaß als in den ersten 2 Teilen, oder Jens? Ja, und das sind jetzt auch 3 Sterne. 3 Sterne, GTA 3. Nee, jetzt sind es tatsächlich Sterne. Ja. Aber es gibt ja, soll ja GTA 5 nur noch 4, gibt es ja dann nur 5 Sterne. Hä, wieso? Ja, keine Ahnung. Wieso schaffen die den 6. Stern ab? Hä, echt? Ist das bestätigt? Ja, ja. Wurde ja gesagt. Ich krieg schon wieder Geld. Echt? Das ist ja, mit welcher Begründung? Das habe ich jetzt geträumt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Saints Row auch nicht ausruhen. Vielleicht haben sie sich daran gelegt. Die sind ja blöde. Das ist wirklich so ein Gefühl, keine Ahnung. 5 Sterne ist halt immer nur 5 Sterne. Wow. Übers Auto drüber gesprungen. Tja, halt wäre das den Wetten, das Typen mal gelungen. Ja, lauf erstmal gegen mich, während ich liege. Oh ja, dieses Verhaltensmuster ist so realistisch. Lass mich jetzt mal einsteigen, so. Tschüss. Ihr Bonus. Aber es hat wunderschöne Let's Play-Effekte. Fast so extrem wie bei Battlefield.
Was für ein Effekt? Lens Flare. Was ist das? Das ist dieses übelste dieses Ding, das so bei Linsen halt entsteht, dieses Leuchten, dieses Glitz. Ja, naja. Stimmt, das macht das Spiel nochmal ein Stückchen realistischer. Ja, vor allem, wenn man super. Jetzt mal vergleicht, GTA San Andreas kam für dieselbe Konsole raus. Man kann sich ja mal den grafischen Unter... Oh ja, das war jetzt auch schon wieder physikalisch voll korrekt. Dein Auto brennt gleich an, weil du auf dem Rücken liegst. Ja, ja, lass mich jetzt da, ich weiß es doch. Boah. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen verteidigen. Ah, Schrotflinte. So, wo ist denn hier die Bullerei? Ich muss jetzt mal hier ein bisschen härtere Seiten aufziehen. Oh, Vorsicht. Wollt ihr eigentlich deine Kamera frei drehen mit beiden Sticks? Oder? Nee. Nur ein Stick. Ich kann mit einem Stick, mit einem anderen Stick die Kamera drehen, aber dann geht die Kamera in mich rein und ich kann nicht laufen. Oh, habe ich am Anfang gezeigt. So, mal Sirene aus, jetzt nervt das immer so. Jetzt noch ein bisschen. Ich habe noch 4 Leben. Oh, das ging schnell. Naja, egal. Und damit beenden wir. Und außer Gefecht. Oh, bei 1 sah die Explosion aber noch spektakulärer aus. So, wir sehen uns jetzt bei dem Spiel, das nach 3 kommt und es ist nicht 4, wie die meisten von euch wissen sollten. Auf Wiedersehen.